Horst, jetzt wird es erst richtig ernst. Hallo. In dieser Sendung, denn jetzt kommt unser großes Stadionquiz. Es ist ganz einfach. Ihr seht gleich hier auf dem Monitor den Anflug auf ein Stadion. Wenn ihr euch sicher seid, dass ihr wisst, welches Stadion gleich zu sehen sein wird, dann ruft ihr Stopp. Dann müsst ihr aber bitte den Namen des Stadions sagen. Wenn es falsch ist, darf der Gegenspieler das Bild weiterlaufen lassen und dann locker lösen. Ja? Okay. So, das ist nur zur Probe hier. Einen zur Probe bitte, der gilt noch nicht, aber damit wir wissen, um was es geht. Jetzt geht der Flug los. Wenn einer weiß, wo das ist, dann bitte Stopp rufen. Ich finde, man kann es jetzt schon erkennen. Ja? So, wo könnte das sein? Hm. Stopp. So, der Jan hat Stopp gerufen und entscheidet sich für? Dortmund. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob das auch stimmt. Bitte weiter drauf zufahren. Ja, das oder so rum, das hätte gestimmt. Das hätte gestimmt. Neben dran ist rote Erde, das habe ich erkannt. Ich habe auch darauf geachtet, um ehrlich zu sein. Ja? Gut, dass die noch da ist. Aber es war ja Spaß jetzt. Ja, es war nur Spaß. Gut, das ist der Sportler in Horst Köppel, ich merke das schon. Achtung, jetzt wird es ernst, der erste Punkt. Die zweite Anfahrt bitte. Bitte Stopp rufen, wenn ihr euch sicher seid. Wenn ihr euch sicher seid. Ja, da hinten murmeln die Leute schon ein bisschen. Psst, stopp! Oh, der Jan sagt wieder Stopp. Und Olympiastadion Berlin. Olympiastadion Berlin. Und stimmt das? Stimmt das? Die Auflösung? Ja. Er ist gut. Er ist gut. Jan. Achtung, ich wollte das schon immer mal machen. Jan, wir sind der Meinung, das war. Gut, dass die Kamera das nicht eingefangen hat, wie ich hochgesprungen bin. So, ich bin gesprungen, die haben das nur nicht gezeigt, Gott sei Dank. So, nächste Szene, 1-0 für Jan. Nächste Szene, nächstes Stadion, nächster Google-Flug. Es geht wieder runter, es geht weiter runter. Stopp rufen, wenn ihr euch sicher seid. Das ist auch ein fußballhistorischer Ort, den aber offensichtlich nicht jeder erkennt gerade. Jetzt wird's ruhig hier. Nicht vorsagen, lasst mal unsere beiden Kandidaten hier spielen. So, ja, jetzt versuchen sie es zuzuordnen. Was sagst du, Jan? Komische Dinger? Na? Ja. Stopp. Stopp. Horst sagt Stopp, ganz souverän. Ja, bitte, was ist es? Eintrachtstadion Frankfurt. Dann wollen wir mal gucken, was das ist. Ach nee, noch mal gucken. Nee, oder geht's weiter? Das ist Leverkusen. Also langsam habe ich, das Gefühl, dass ich Stadion von innen kenne, von oben nicht. Ist vielleicht auch wichtiger. So, es bleibt also, ich bin jetzt nicht zu streng. Ich bin heute mal großzügig. So, einen haben wir noch, komm. Jetzt machst du alles klar, Jan. Ja. Oder der Horst leicht aus, ist doch egal. Es geht uns ja mehr um die Sache. Wo sind wir jetzt? Da ist viel Wald, da ist viel Wald. Das ist Frankfurt. Stopp, sagen Horst. Stopp. Genau, und die Auflösung? Das muss Frankfurt sein. Ja, wo so viel Wald rum ist, ja. So hieß es ja früher. Früher hieß Waldstadion. Also, wir sind in Frankfurt. Schönes Spiel, finde ich. Wir haben noch 27 Stadien vorbereitet, aber leider müssen wir Schluss machen. Ja. Jan, für dich die CD, so sehen Sieger aus. Dankeschön. Und wie immer unseren sensationellen Kopfhörer. Ja? Ein wunderbares Gerät. Tragen fast alle Fußballer, habe ich den Eindruck. Horst, es war mir ein großes Vergnügen, dich gesund und munter wiederzusehen. Ich hoffe. Bedanke mich. Wir sehen uns demnächst wieder. Ja? Glaube ich schon. Dankeschön an Horst Köppel. Ja.